Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der, wie hieß sie, FDR Logging im LS17 mit dem Freezy, mit dem Werner von Burning Gamers und den Sachsen Let's Player, dem Randy. Hallo. 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 Ja. So, weiter geht's. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. 9 Uhr morgens. Nein, wo ihr die Folge seht, wollte ich gerade sagen. Gut, dann ist der erste Weihnachtsfeiertag. Leute, richtig. Wir sollten mal so diese Live-Dings reinmachen. Aber bei mir geht schon wieder das mit den Gängen nicht. Das ist aber ein allgemeines Problem bei dir, ne? Das Komische ist, im Kirovetz wird es angezeigt. Hä? In allen anderen nicht. Kann mal jemand, Eventudel, mal den hier reingehen und mir den Pfeil ausmachen mit Leertaste? Hier? In den Same, ja. Bitte. Ist aus. Verstehe nicht, warum das. Verstehe ich nicht. Egal. Ja, der erste Weihnachtsfeiertag, 9 Uhr morgens, wo wir hier aufnehmen. Nur für euch. Ja, Katastrophe. Der Betriebsrat hätte es vermieden, wurde uns verwirrt. Tja. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja. Bisschen schlechter, Chef. So, ein Tag nach Weihnachten. Gestern oder beziehungsweise, bei, wenn ihr seht, vorgestern war ja Heiliger Abend. Und, oh. 12 Meter müssen die lang sein. Warte mal, ich kann dir das direkt mal schneiden. So, war Heiligabend gewesen und der Weihnachtsmann war da. War der Weihnachtsmann auch bei euch? Hat einen Eingang nicht gefunden. Also bei mir war er gewesen. Und er kam sogar mit so einem dicken Stock, kam er die Treppe hoch. So, pom, pom, pom. Jetzt hast du das Laminat kaputt gemacht, du Arsch. Da ist wow, erstmal ankeifen. Ja, boah, Junge, ey, hast du Eier. Ja, hast du einmal nachgedacht in deinem Leben, ey? Wieso gehst du hier nicht rein? Warum mein Laminat kaputt geht? Nicht deins. Warum zieht der Weihnachtsmann prinzipiell seine Schuhe nicht aus? Könnt ihr mir das mal erklären? Genau, ne? Hat vielleicht keine Füße. Ah, okay. Ja. Weihnachtsmann war da und für die Kleine natürlich, ne? Ist ganz klar. Die sollte, ja, überrascht werden und da sollte der Weihnachtsmann eben die Geschenke bringen und alles, aber da ist da hat sie sich am Papa festgekrallt, wo er um die Ecke kam. Haben quasi so vom Fenster aus, wie er unten zum Tor rein ist, haben wir gesehen und da hat sie schon, oh, der Weihnachtsmann und alles, und da war sie noch, hat sie, oh ja, der Weihnachtsmann kommt. Ja, aber als er dann auf einmal im Wohnzimmer stand, oh. Aber wir müssen reden. Ja, so geht das nicht. Ja, und war aber ganz tapfer, also war echt cool. Also am Schluss hat sie ihn sogar noch gedrückt und ja, war richtig gut gewesen. Ja, und da gab es natürlich auch schöne Geschenke. So. Dann musste sie ein Lied nachsingen mit der Mama zusammen. Das hat sie ganz fein gemacht und der Papa musste auch ein Gedicht aufsagen. Das war nicht so fein. Oh, was musste der Papa denn für ein Gedicht aufsagen? Naja, ich habe eins mit der. Gedicht habe ich keins gekonnt, weil meine Tochter das einzige Gedicht, was ich kenne, schon gesagt hat. Und da habe ich mit meiner Tochter noch ein Lied gesungen. Ja, ich weiß, klingt doof, ist aber so. Nächstes Jahr kannst du mich buchen. Dann hat auch dein jetziger Weihnachtsmann nicht so die Probleme, dass der erstickt werden muss. Das biete ich schon inklusive. Ja. Aber ist schon cool so mit dem Weihnachtsmann, ey. Ich kann mich schon noch dran erinnern, wie damals, als ich noch Kind war, der immer da war. Für mich war das schon ein sehr, sehr großes Ereignis, ne? Auch sehr prägend. Auf alle Fälle, ja. Auch sehr prägend auf jeden Fall. Also das war schon immer ziemlich krass. Weiß ich nie. Bei dir war kein Weihnachtsmann? Es könnte vielleicht sein, wo ich wirklich ganz, ganz klein war, aber da habe ich ja leider keine Erinnerung mehr dran. Aber ansonsten, es gibt noch Aufnahmen von meinem Stiefvater, für seine Tochter, also für meine Stiefschwester. Die sind so aus dem Jahre, ach du Heimatland,
also 89, 90, 91 rum, noch ja. So VHS und so. Ja. Da gab es auch mal irgendwelche Aufnahmen, dass der Weihnachtsmann kam oder so. Also war ganz lustig, der kam, gab Geschenk, ging dann wieder, Geschenk dann wurde ausgepackt. Geschenk wurde ausgepackt, ist runtergeflogen, war kaputt. 12 Meter Füße, gell? Nein! Füße? Ja, 12 Meter, ja. Ja. Also 12,50 Meter sowas. Krass, okay, und was war's? Das ist ja irgendwie, das war irgendeine Barbie-Puppe damals oder so. Ach so, ist der Schleichen daran. Ja. War damals noch nicht so stabil wie heutzutage. Was ich cool fand, es gab jetzt auf YouTube ein Video oder auf Facebook, ich weiß nicht. Da haben Eltern, so amerikanische Eltern, haben sich ganz, ganz viel Mühe gegeben mit ihrem Sohn. Das habe ich gesehen. Und das war, als war Schneeabdrücken, ja, so. Also das war, Alter, das war richtig, das war cool. Also das, weil da ist es ja so, dass der Weihnachtsmann über Nacht kommt durch den Kamin und bla 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 und quasi die Geschenke bringt. Ich glaube, diese Geschenke gibt es auch erst am 25. ne? Früh, oder? Ja. Wie ist das? Am 25. morgen, ja. Ich glaube, ja. Und da haben sie so die Fußabdrücke vom Weihnachtsmann quasi, also mit Schnee, so gemacht, durchs Wohnzimmer und alles oder durch den Flur. Und dann war es dort so der Brauch, dass man dem Weihnachtsmann quasi ein Stück Kuchen hinstellt, ne? Und dem Rentier vom Weihnachtsmann quasi für, also einen Schneemann draußen baut und die Möhre quasi, die Nase ist für das Rentier, mit dem der Weihnachtsmann kommt. Und da haben sie eben geguckt, der Kuchen war halt dann weg und dem Rentier, das hat die Möhre gegessen und oh, das war echt zuckersüß gemacht, ne? Also muss man sagen. Ja. Und das Kind hat sich so sehr gefreut. Also es war schon wirklich cool gewesen. Ja. Ja, aber halt für das Kind ist es natürlich mega. Also krass. Seine Welt wird irgendwann zerstört, wenn er merkt, den gibt's gar nicht. Wird ja nicht zerstört dadurch. Das Wichtige ist, man kann auch viel erziehungstechnisch mit dem Weihnachtsmann. Ja, gut. Oh ja, du musst jetzt brav sein, sonst bringt der Weihnachtsmann nichts. Naja, zum Beispiel bei unserer, der hat dann so zwei, drei Kleinigkeiten eben. Wie zum Beispiel nicht immer an der Nase popeln. Gell? Weil unsere Tochter hat auch gerne mal den Finger bis zur Hälfte in der Nase. Und ach so, ja, zum Beispiel keine Ahnung, was weiß ich halt, so Kleinigkeiten. Und da kann der Weihnachtsmann natürlich sagen, oho, hier in meinem Buch, da steht aber noch drin die Filin und so weiter und so fort. Und naja. Und so ist das halt. Da hatte ich sogar mal auf Twitter einen sehr poetischen Tweet abgesetzt, den kann ich dir auch gerne vorlesen, betreffend des Weihnachtsmanns, ne? Ja. Und zwar habe ich geschrieben am 20. Dezember, eigentlich ist der Weihnachtsmann schon eine Sau. Wenn er alle beobachtet, ob sie brav waren, schaut er doch auch sicherlich zu, wenn man ins Bordell geht, oder? Ernsthaft? Ernsthaft. Kam aber lustig bei den Leuten an. Also hat er dich dieses Jahr schon mehrmals erwischt, oder wie? Nö, aber das ist mir einfach so in irgendeiner langweiligen Minute, ist mir das mal so durch den Kopf geschossen. Da hab ich mir gedacht, das muss ich gleich wieder. Na da. Oh. Deswegen habe ich wahrscheinlich kein Twitter, weil da nur solche 40 stehen würden. Ach nö, da gibt's noch viel Schlimmeres. Du musst dir mal die Twitter-Trends angucken. Lieber nicht mehr, reichen die YouTube-Trends. Jo. Und aber nichtsdestotrotz, was habt ihr denn bekommen zu Weihnachten nun? Jetzt erzähl doch mal. Das kann man bei mir auf youtube.de/sachsennetzplayer Geschenke auspacken 2017. Wow! Einmal absägen bitte. Nee, was habe ich denn gekriegt? Also ich habe von dem lieben Tino ein Mausbett bekommen. Also so ein riesengroßes, was ein über riesengroßes, wo man die Tastatur mit draufstellen kann. Richtig, das werde was ich. Was er schon mal hat. Was er schon hat? Warte, ich erzähle die Geschichte weiter. Oh Mann. Also ein Mauspad und dann ein T-Shirt, auf dem draufsteht, ich hab mich gewogen. Ich bin nur zu klein. Nein, ich habe mich gewogen, ich bin zu klein. Achso, ich habe mich gewogen, ich bin zu klein.
Ist ein sehr schönes T-Shirt. Da ist so ein kleiner, dicker Vogel drauf. Das hat er mir nämlich auch schon letztes Jahr zu Weihnachten. Ach Mann, halt die Schnauze jetzt, ey, ohne Mist. Okay, das, aber da fehlte irgendwas. Da war noch so ein Hipster-T-Shirt drin. Da fehlt noch was anderes. Ich habe ihm zwei was gekauft. Und es kam nur ein was an von diesem blöden Shop da. Mhm. Also sprich, ich bin auch einmal gespannt. Ja. Dann habe ich von Kriggy ein Kartenlesegerät bekommen. Weil deins kaputt war, muss ich ja dazu sagen. Weil meins kaputt war. Ich hatte dann zwar aber auch schon an den gleichen Tag noch ein Ersatzding bestellt. Alles von Kliki ist besser, weil das hat gleich mal 3 USB 3.0 selbst. Und lol. Naja. Und ja, Freezy wollte lustig sein, hat nicht funktioniert. Ja, und ich hätte das schon sehr lustig gefunden. Och, ja. Das war ganz lustig. Ich habe positiven Feedback zurückgekriegt. ja. 6 Bücken Kevin, ich erinnere mich. Der Hashtag ist halt mega geil, gell? Und ja, von der Oma, ja, halt das zu erwartende. Dings hier, Süßigkeiten ohne Ende. Ah. Dann Duschgel, Deo und das Übliche halt, was der Oma gerade mal noch in seiner Klapperkiste so drin hatte. Und cool. Erzähl mal von dem grünen Schein, der da kurz durchs Bild geflattert ist. Ja, haben wir alle gesehen. Bearbeitung auch gesehen. Den haben wir alle gesehen. Ja, naja, Geld ist immer gut, ne? Geld. Und die Oma schenkt ja auch meistens Geld. Was sollen sie auch kaufen? Das ist so. Richtig. Ja, dann da. Na gut, vom Oma gab es noch einen 20€ Einkaufsgutschein für Lidl. Muss eh eine Woche einkaufen, ist mal gratis. Und schön. Ja, von meiner Tante. Meine Tante hat es halt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Die hat halt so eine Nudelsoße da eingepackt hier. Ne, so also, das habe ich auch nicht verstanden, das Geschenk. Nö, das war mir auch ein bisschen zu hoch. Sie meinte, also, sie hat ja jetzt ein Smartphone. Sie meinte, sie kann sich aber über das App melden, ob ich alles richtig gemacht habe. Und da werde ich auch so schreiben, die Kombination verstehe ich nicht. Aber halt, eine Tupperdose, so eine Nudelsoße. Aber da fehlt noch die Nudeln. Duschbad. Und. Also, ja, vor allen Dingen diese Miracoli-Soße da, also. Richtig. Im Glas. Das habe ich auch so gedacht. Okay, wieso schenkt man sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist halt. Ja, gut. Das ist einfallslos. Damit er sich, weil er bestimmt irgendwann gesagt hat, ich kann nicht so gut Soßen, aber Nudeln kann ich gut, hat sie ihm die Soße mitgegeben, die Tupperdose, damit er es aufbewahren kann. Ja, dann einfach so. Kein Plan. Beziehungsweise, ja. Sie ist bestimmt noch überfordert wegen ihrem neuen Smartphone. Und, war bei denen im Trend. Tupperdose, Miracoli, einpacken. Und ja, von der Mutter waren es halt auch Kohlen. Aber das war nicht mehr abgemacht. Eigentlich habe ich mit der Mutter ausgemacht, wir schenken uns nichts. Ich habe ihr dann so einen komischen Wandkalender gegeben, den sie halt haben wollte. Aber wo ich dann am Freitag da war, das übliche in der Einkaufen, Post und so, ging halt auf die Bank, hebt halt Geld ab. Ich will schon wieder rausgehen, meine E-Zigarette anmachen. Warte doch hier! Ja. Nimmt halt das Geld, was er rausgezogen hat, gibt's mir. Okay. Ja, gut, alles klar. Kann man machen. Muss man nicht. Ja. Das war eigentlich theoretisch alles, wenn mich nicht alles. Achso, ja, und gestern haben wir noch viele, also zum Livestream, haben wir noch sehr viele Zuschauer ein Geschenk gegeben. Achso, und Quenny hat mir eine Karte geschrieben. Ja, und was haben die Zuschauer dir für ein Geschenk gegeben? Die haben mich, nennen wir es mal, finanziell unterstützt. Ach so, okay. Ja. Nietzsche ja, hat mal wieder maßlos übertrieben. Oh, krass. Ja. Also, so. Ja, das war's eigentlich aus meiner Binne. Mach mal, Werner, brauchst du einen Einlauf oder was soll der Scheiß hier? Liggy hab ich noch bei der Way, weil da kannst du ja leider nicht sagen. Das mit den Baumstumpffräsen ist mein Ding. Freezy, das bitte allein zu lassen. Willst du dich mal hinknien und dann testen wir mal das Ding an dir? Ja. Du kannst mal tief hineinnehmen. Ja, Liggy hat noch. Aber du kannst gerne übernehmen. Das ist ja im Endeffekt geschenkt. Liggy habe ich noch ein Zippo geschenkt. Original hat er mir auch bestätigt. Da habe ich gedacht, der Verkäufer verarscht mich. Und so ein wunderschönes Buch. 12 Meter für Sie hier. Bitte. Ich helfe mal aufladen. Weil so. Und so ein wunderschönes Buch wegen LKW. Hier Fahrer und so weiter und so fort. Sklavenhandel, schieß mich durch. Ja. Das war's von meiner Geschichte. Und die nächsten Geschichten können in den nächsten Folgen erzählt werden. Ja. Aber wir sind erst gleich fertig. Aber wie gesagt, also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr Weihnachten bekommen habt, eure ganzen Geschenke, warte, ich leg ab. Alter. Was ihr alles bekommen habt zu Weihnachten und
Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall wunderschöne Feiertage. Mittwoch geht es dann erst weiter hier im Forstprojekt. Da gibt es dann die Geschenke von dem Freezy, von dem Werner, von mir und so weiter und so fort. Lol. Ernsthaft jetzt? Der Kirowitz ist schon wieder weg? Ja, werden wir fahren. Oh, ich würde auch mal fahren. Uns wird gleich in der nächsten Folge gefahren. Na gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.